Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. So, Leute, die Infos für den Cup sind endlich draußen. Wir zocken heute mal nicht Battle Royale, also wir zocken jetzt mal RDW, Leute. Hab ich gerade richtig Bock drauf. Ja, Leute, ihr fragt euch bestimmt so, hä, warum nimmst du denn jetzt noch ein Video auf so spät und so weiter und so fort. Ich muss gerade mal auf den Aufträge schauen. Ja. Ja, nee, egal, Leute. Ich hatte einfach nochmal Bock, ein Video für euch für den Kanal aufzunehmen. Also ich feiere das zurzeit irgendwie so richtig, immer wieder Videos für den Kanal aufnehmen. Es bockt einfach, Leute. Es bockt so hart. Und ihr tut mir den Aufrufen zurzeit so hart ausrasten. Also vielen, vielen Dank. Auch an die Leute, die einen Daumen nach oben gegeben haben. Also ich feiere es echt. Also danke dafür, Leute. Schon mal vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, der Venom Cup ist endlich draußen, Leute. Einer ist von 13 Uhr bis 16 Uhr und einer ist, glaube ich, dann um 18 Uhr. Glaube ich. 18 bis 20 oder 21 Uhr habe ich so gelesen. Und ja, krass. Die Top-Zahlen werde ich mir nachher nochmal ansehen. Also da werden wir, glaube ich, nachher nochmal rüber zu Battle Royale switchen. Das werde ich euch noch nachher kurz zeigen. Und ja, dann passt es. Ist aber echt krass, Leute, also. Ich hoffe, du bist in Stimmung für Laser und Rache. Es ist Zeit, den Sturm zu bekämpfen. Ja, Ray, ist klar. Da hinten ist der Atlas schon bereit. Wir haben genug Mats. Wir müssen nichts Großartiges machen, außer eben hier das abzuschießen und so weiter. Und ja, Leute, wir zocken halt einfach schon mal etwas vor, weil das Ding ist morgen. Ist ja das große Update, da muss das dann installieren, da werden die Server auch früher später offline gehen. Ich frage euch bestimmt auch, ja, wirst du denn morgen dabei sein bei dem Update höchstpersönlich? Also Leute, morgen höchstpersönlich dabei sein werde ich wahrscheinlich nicht. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Weil das Ding ist, Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Ich habe morgen wieder Schule und so weiter. Ich war jetzt heute nur, also ich war... Heute war nichts Besonderes auch, aber ja. Leute, morgen halt wieder ganz normal Schule und so weiter. Deswegen bin ich da wahrscheinlich erst nachmittags am Start. Werde dazu wahrscheinlich auch noch ein Video verfassen. Ich weiß es noch nicht. Leute, mal schauen. Wir werden auf jeden Fall morgen ein Video über das Update machen, aber auch über das Turnier dann. Wird noch ein Video kommen und so weiter und so fort. Und ja, freut euch schon mal morgen einfach drauf. Ich werde es auf jeden Fall tun, also. Unmöglich. Nils natürlich dann morgen direkt am Start ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist genug, Blue Glow. Ey. Du schaffst es, Kommandant. Das ist zu. Auf jeden Fall, Leute, einfach nice. Halt. Kommt die hoch, oder? Leute, ich freue mich morgen schon, das Turnier mitzuzocken. Leute, nebenbei, Rette die Welt ist eigentlich auch ganz geil zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch mal Bock drauf, das zu spielen. Dachte, nee, wir spielen einfach. So lange werde ich jetzt wahrscheinlich auch kein Rettet, die werden mehr zocken, Leute. Mal schauen, wie lange ich noch überhaupt spiele. Ich weiß nicht. Yeah.
in Sicht. Leute, ohne Witz, das hat mich auch so hart gedrängt. Gerade noch 28. Ihr fragt euch bestimmt so, hey, warum spielst du denn so in solchen Downzonen, vor allem im Steinwald, obwohl du schon Triumph Peaks bist. Ja, Leute, ich könnte auch in, keine Ahnung, in Brutal könnte ich auch spielen, rein theoretisch würde mir auch wesentlich mehr EP einbringen, aber ich habe einfach gerade da keine Lust drauf, vor allem, weil das hier schneller geht, auch so zu machen. Ja, krieg ich zwar weniger AP, aber ist halt so, und außerdem fehlen mir dann zur Zeit die Waffen, also ich müsste wirklich erstmal aufhaben. Natürlich, Leute, ich werde jetzt meine V-Bucks für eigentlich so gut wie gar nichts mehr ausgeben, weil ich die eigentlich für die nächste Saison sparen will. Deswegen wundert euch da, wenn ich da nichts mit dem Album Shop kaufe. Aber vielleicht, wenn wir sogar V-Bucks übrig haben, weil ich mir noch mal was aus dem Album Shop, aber ansonsten nicht, was ich nicht ausgehe. Ich habe so oft schon zu Nils gesagt, hey, wenn du in Rettung Welt mal deine Bühne sparen würdest und gescheit spielen würdest, dann würdest du auch wahrscheinlich sicher Gewinn damit machen. Vor allem, weil du dir dann einfach Sachen aus dem Album Shop gönnen könntest. Und er sich die ganze Zeit so, nee, da brauch ich nicht, lohnt sich nicht und so weiter. Und ich so, Digga, das lohnt sich nicht, hast du gar nicht. Ja, aber Leute, ich hab's nicht gesagt. Also als Option, was er machen könnte. Natürlich, ich habe auch nicht immer Zeit, Leute, um Rennen zu spielen, das ist klar. Manchmal fällt es bei mir aus, aber die tägliche Belohnung, die hole ich mir eigentlich immer schon rein. So ist es auch für dich.
aber schnell dagegen geflogen. Kommandant. Kein Ding. Habe ich doch easy gemacht. Easy, Leute. Erste Menge. Ja, ich weiß, es bewegt sich. Starten gleich noch mal eine Runde, Leute. Habe ich Bock drauf. Nächste Runde. So. Gleich in der Runde, bitte. Ja, hat das überhaupt... Jetzt funktioniert die Mission nicht mehr, oder was? Ah, doch. Lars steht in Bereitschaft, um Sturmdaten zu sammeln, Kommandant. Starten wir den Bus. Mach ihn noch mal voll, wenn du so freundlich wärst. Ich muss wieder hoch in die Wolken. Wir sind auf dem Weg zu euch. Sammle auf jeden Fall alles Blue Glow ein, das du findest. Müsste hier irgendwo sein, da hinten ist er. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Wirklich viel Blutgau. Das ist halt der Nachteil an dieser Mission. Man hat immer viel Blutgau gebraucht, um so eine Mission zu machen, ey. Yeah.
2, dann hätten wir es. Kann ich nicht. Beste Leben, Leute, einfach ganz entspannt. Ganz entspannt war es, Leute. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Du bist ein Bär. Nein!
30 Sekunden. Nö. Und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Let's go. Verteidige den Bus. Wir haben einen Bonus im Spiel. Unmöglich. Schickt ruhig ein paar mehr. Kann ich nicht. Auf easy.
bisschen beugen. Das geht schon mal besser als bei der weitigen Anwendung ist. Vielleicht hätte es auch was damit. Eine Runde Mama noch, Leute. Dann reicht's. Für heute. Tue ich auch nur noch ein bisschen aufbleiben. Tue vielleicht ein bisschen noch. Vielleicht ein bisschen noch wach bleiben. Vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber ich bleibe auch nicht mehr so lange wach, weil ich will dann jetzt auch nachher pennen gehen, Leute. Nee, Leute, auf jeden Fall, ich bin dann auf jeden Fall, denke ich erstmal, ja, also ich bin für heute raus, auf jeden Fall. Ich muss mal morgen schauen, je nachdem. Wir machen morgen halt wieder etwas Mathe, da wird mich halt wieder unsere Mathelehrerin abfacken, weil die ganze Zeit mit diesem Scheiß gerechnet und so weiter. Schön und gut, ich bin dann froh, wenn morgen Mathe vorbei ist und wir dann aufs Dings umgehen. Wenn wir dann zum, normalen weitergehen, also da bei ihrem komischen Fach da, da wo wir dann Tests schreiben, bin ich eher froh. Und noch dazu, dann, ja, sie nimmt dann halt noch mit uns die Gestaltung, macht sie dann was Neues mit uns, morgen denke ich. Du kennst die Übung, cool bleiben, nicht draufgehen, Wolken kalt machen. Wisst ihr, könnt jetzt sagen, okay, wenn es mir morgen halt nicht gut geht, geil. Könnte ich eigentlich direkt sagen, nee, nee. Es geht mir nicht gut, ich bleibe morgen nochmal daheim, aber ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ich will es meiner Mutter eigentlich nicht antun. Das hat mit meinem, das hat was mit meinem Vater zu tun, weil bei dem ist es immer so kompliziert und. Das Ding ist, ich will, dass meine Mutter jetzt nicht noch zumuten müssen, dass ich morgen wieder daheim bleibe. Wenn ich jetzt morgen direkt wieder sage, okay, hey, ich bleib nochmal daheim, Digga, die schwörst du mit schreien, also. Ich hab gesagt, okay, ich bleib heute daheim, aber morgen mach ich das nicht mehr. Also ich gehe morgen wieder zur Schule und so weiter. Eigentlich habe ich aber keinen Bock, mich morgen wieder von denen runtermöbeln zu lassen. Also ich weiß nicht, da spricht Argument gegen Argument, Leute. Ich weiß, dass es scheiße ist, wenn man selber geärgert wird, aber ja, ich kann nicht ewig da wegbleiben, das geht nicht. Natürlich, ich könnte jetzt sagen zu meiner Mutter, hey, du, mir geht's doch nicht so gut, ey. Lass du mich morgen nochmal daheim und so weiter, aber Donnerstag muss ich gehen, weil da muss ich Test schreiben. Also ich weiß noch nicht, Leute, je nachdem. Bei Donnerstag geht bei ihr nicht, also Donnerstag kann ich nicht krank sein, weil... Donnerstag habe ich den Test und noch dazu hat meine Mutter da Zahnarzt. Da geht's erst doppelt nicht. Da geht's doppelt und dreifach nicht. Deswegen, ja, ich frage meine Mutter halt morgen, was wir machen. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Ja, geht's mir morgen auch schon wieder besser, wer weiß. Kann sein. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Der Atlas.
Einsatz ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Schätze, Leute, mein Arm freut sich dann auch gleich, wenn er dann wieder ein Netz sind, der sich eigentlich ausführen kann. Er scheint auch schon ziemlich hin zu sein, muss ich sagen. By the way, meine letzte Runde heute für Leute. Für heute, Leute. Mehr mache ich heute nicht mehr. Ja, weil Leute, es geht mir eigentlich auch gerade im Moment irgendwie, keine Ahnung, nicht gut. Keine Ahnung warum. Ich weiß zwar nicht, was ich habe, aber. Ja. Es wird nichts Spezielles sein, also. Wird nichts Wildes sein, denke ich mal. Digga, das letzte. Das ist genug, Blue Glow. Du schaffst es, Kommandant. Denke ich auch mal. Das ist schon. Nächste, bitte. So, dann müssen wir uns Phase auch schon abgeschlossen.
wir das. Euch zweimal überlegen sollen. Gut gemacht, Kommandant.
zeige ich heute jetzt den Itemshop. Das sieht jetzt auch ganz anders aus bei mir, by the way. Wieder wie letztens, ich weiß auch nicht. Lachlan und die Marvel-Skins sind eben auch noch drin. Ghost Rider, alles Mögliche ist hier noch drin. Würde mich freuen, wenn ihr euch was gönnen würdet mit Creator-Code. Hey Stunny oder Stunny oder mit irgendjemandem seinen Creator-Code, würde mich auf jeden Fall freuen, Leute. Ja, dann von mir aus ist es das auch. Euch noch schönen Abend. Eben gerne auch Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Leute, morgen werden wir den Cup spielen und morgen werden wir auch noch uns das neue Update anschauen. Freue ich mich schon auf alles drauf und so weiter und so fort. Also bin ich schon richtig drauf gespannt und so weiter. Ja, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, Leute, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch. Und ja, Leute, von meiner Seite aus war es das auch. Ich gehe jetzt auch bald pennen. Und ja, Leute, euch dann noch einen schönen Abend. Für die, die morgen Schule haben oder Arbeit haben, euch schönen Arbeitstag oder schönen Schultag. Und ja, Leute, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Peace.